Leute. Jetzt rüber dessen hier mit dem Eisenbanner. Wir gehen gleich direkt hin und gucken, was sie da an Items hat und an Sachen, die man kaufen kann. Zudem gibt es heute ja den Patch 2.4.1.1. Näheres dazu in der Beschreibung. Link zu meinem MMO ist direkt drin und was die so gemacht haben, was verbessert wurde und etc. Und was Patch wurde an den Maps, Strikes, Schmerzsiegel, alles Mögliche. Werdet ihr dann da bei meinem MMO nachlesen können. Wir gehen jetzt aber direkt erstmal zum Eisenbauer. Bauer, sag ich schon. Zum Eisenbauer. Auch gut. Zum Eisenbahnermädchen da und schauen erstmal, was sie so im Inventar hat. Macht auf jeden Fall Eisenbanner, weil da gibt es Gear bis Maximum Level. Auf jeden Fall zocken, so oder so. Ich werde viel zocken jetzt. Deswegen gibt es auch jetzt wieder ein bisschen mehr Destiny-Kram von mir. So, Lord Elfriede hier, die Eisenbauerfrau. Direkt mal schauen, was sie hat. Okay, hier sind schon die Goldzüge, natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Gucken wir gleich. Dann haben wir erstmal hier Eisensager Stiefel mit Intellekt und Disziplin, dann erhöht die Menge an Fusionsgewehrmunition, die du tragen kannst, und dann erhöht die Agilität 5 Sekunden nach einem Akkus-Doppelkill. Dann hier Eisensager Stiefel, Disziplin und Stärke, erhöht die Menge an Schrotflintmunition, die du tragen kannst, und dann erhöht die Agilität 5 Sekunden nach einem leeren Doppelkill. Dann haben wir den Eisensager Panzerweste, Brustschutz, Intellekt und Disziplin, erhöht die Menge an Pfannfeuermunition, die du tragen kannst, und erhöht die Erholung für 5 Sekunden nach erlittenem Solarexplosionsschaden. Hui, dann haben wir hier noch die Eisensager Panzerweste, Brustschutz, Stärke und Disziplin oder umgekehrt Disziplin und Stärke, dann erhöht die Menge an Handfeuerwaffenmunition, die du tragen kannst, dann erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach einem Akkus-Explosionsschaden. Hier haben wir dann noch die Waffen, die wichtigen Sachen natürlich, das silberne Grauen Maschinengewehr, die Stabilität dieser Waffe ist enorm erhöht, 55 Länge der Marken, und als letztes haben wir hier der schlaue Drache Impulsgewehr, ist ja Imba-Waffe, also die muss man sich auf jeden Fall mitnehmen oder halt darauf hoffen, dass es halt im Eisenbanner droppt. Die Stabilität dieser Waffe ist dann auch enorm erhöht auf 50 legendäre Marken. Das läuft schon mal. Also auf jeden Fall die Waffen mitnehmen. Aber wir sollen einfach darauf hoffen, dass es im Eisenbahner droppt, weil das müsste eh viel spielen, weil es gibt halt schöne High-Level-Waffen. Wie man hier auch sieht bei den Beutezügen, die ich gerade mitgenommen habe, gucken wir nochmal nach, was man machen muss hier. Eisener Marathon. Verdiene 100 Punkte, indem du Eisenbahner spielst. Abgeschlossene Matches 5, gewonnene Matches 10 Punkte. Das sollte ja schnell zu schaffen sein. Unten die Sachen, die man kriegt. Dann haben wir hier eisernes Licht, verdiene 100 Punkte mit Fähigkeitskills im Eisenbanner, Granate 2 Kill, 2 Punkte, Nahkampf 3, super 5 Punkte, auch schnell zu erledigen, würde ich sagen. Dann haben wir hier Eisenarsenal, verdiene 100 Punkte mit Waffenkills im Eisenbanner, Primärwaffe 1, Spezialwaffe 2, schwere 5 Punkte. Und als letztes haben wir hier eiserne Unterstützung, verdiene 100 Punkte, indem du deine Teamkameraden im Eisenbanner unterstützt, Kills mit Beistand 1, Rachekills 3, Verbünden verteidigt 5 Punkte. So war das. Ich habe mich oft versprochen, liegt aber auch daran, dass ich arbeiten war und dass wir 10 Stunden. Und jetzt direkt hier hin und gucken, was denn die Elfriede dabei hat. Ja, das ist der Eisenbanner Loot Inventar, Inventar eher gesagt, von der Elfriede hier, wie gesagt. Und ja, wenn das gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und zockt auf jeden Fall viel Eisenbanner, weil Maximum Level will jeder haben und ich will es auch haben. Deswegen geht es dann gleich morgen früh richtig los. Bis zum nächsten Bit. Tschüss.